Wir machen jetzt hier hoffentlich ein Höllenfeuer. Fuck! Wir haben ja gerade noch was erfahren, was den lieben Otto ein bisschen bricht. Das ist seine Hand. Und wenn er die nicht mehr hat, dann hat er gar keine dann mehr. Hat er gar keine mehr. Hier müsste eigentlich jetzt Werbung kommen, aber wie versprochen nutzen wir einen Slot vom Arctic Warrior für eine gute Sache. In dem Falle mein guter Freund Robert Marc Lehmann und seine Mission, die Mission Erde. Clip ab und dann viel Spaß beim Arctic Warrior. Diese ganzen geilen Aktionen sind nur dank eurer Hilfe möglich. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle von mir und meinem Verein Mission Erde e.V. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Arctic Warrior. Jetzt muss ich meine eigenen Worte fressen. Hier, ein weiterer Hügel. Und ich muss sagen, Energielevel merke ich. Du, Tatjana? Auf jeden Fall. Ja, mit der Dunkelheit kam die Müdigkeit. Ja. Ich merke meine Beine, stramm, wir haben nichts mehr zu trinken. Beide Flaschen sind leer, wir haben noch kein Feuerholz. Das ist auf jeden Fall eine geile Situation. Bitte? Was ist Phase? Ja, jetzt schaut es einmal so aus, dass wir mal einen Standpunkt schicken, wo wir sind. Dann Lager aufbauen, Holz suchen, Feuer machen. Jawohl, wir haben uns dieses schöne Plätzchen hier gesucht. Mit passendem Windschutz. Feuerholz haben wir mal besorgt, hätte ich gesagt. Der Stefan, Gentleman-like, tragt den noch rüber ins Lager. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Ich hätte mit den Skiern gehen sollen. Alright, Monsieur. Ich habe die Challenge für heute durchbekommen. Leider nicht per SMS. Null Verbindung. Ich musste 100 Meter aus dem Lager rauslaufen, bis mal irgendwas ankam. Und das, was ankam, war kaputt. Ich konnte das irgendwie nicht. Ja, es hat alles keinen Sinn ergeben. Okay. Und deswegen habe ich ein kurzes Telefonat gehabt. Und Challenge ist wie folgt. Mhm. Jetzt halte ich fest. Mhm. Befülle den Big Pot so lange mit Schnee, bis er randvoll mit Wasser abgeschmolzen ist. Jo. Moin. Also wir sind schon ein bisschen weiter, wie die Challenge uns vorgegeben hat. Aber ja. Wir stoppen jetzt einmal die Zeit, kippen den Big Pot nochmal um in unsere Thermoskannen. Und ja, stoppen jetzt einmal die Zeit, bis der Big Pot voll ist. Legen wir los. Während Mellum unseren Schlaf jetzt hier errichtet und echt gut am Schütten ist mit der Schaufel, bin ich hier am Holz am Sammeln und mich hat es gerade total aufs Maul gelegt. Ich bin einen Baum ran und es kam so viel Schnee runter, mein ganzer Nacken ist voll einfach mit Schnee, es ist so widerlich. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Ich will einfach nicht, dass es mir in den Nacken fällt. Jeder da draußen kennt das Gefühl von Schnee im Nacken. Es ist einfach nur widerlich. Es ist so eklig. Ich liege hier gerade immer noch auf dem Boden und meine Skier. Ich komme auch nicht hoch. Vielleicht kriege ich es ein bisschen heller. Meine Skier
Scheiße, Alter. Dumme Aktion. Richtig, richtig dumme Aktion. Ich komme einfach gerade nicht hoch. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Rufe ich nach Hilfe oder versuche ich selber? Ich versuche es selber. Aber erstmal muss ich das Problem lösen mit dem Schnee im Nacken. Weil darauf habe ich gerade gar keinen Bock. Ah, fuck, ey. Krank. Einfach nur heftig. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Scheiße. Ah. Oh nö. Nö, das. Oh! Ich glaube, das wird in den 5 Tagen nicht das erste Mal sein, dass mir so etwas noch passiert. Oder das letzte Mal, sagen wir so. Das erste Mal war ja jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob ich mich irgendwie hier raus befreien kann. Habt ihr es knacken hören? Da kam ein Kiff. Ja? Ja, alles perfekt. Richtig perfekt, wie man sieht in der Situation. Das kriege ich hin. Ich melde mich nachher, wenn ich oben bin. Freunde, wir sind endlich da. Das ist unser Zeltplatz. Für heute Nacht. Der Baum liegt auch schon flach. Den haben wir gerade umgelegt. Natürlich nicht. Der war schon da gelegt. Ich glaube, Philipp, der spendet uns ein bisschen Windschatten. Und vor allem Wärme. Und Wärme, weil wir jetzt noch den klein machen. Ja. Da ist Beweis, die Koordinaten müssen unter 100 Meter weg vom Punkt. In dem Fall machen wir uns jetzt dann dran, Camp zum Bauen. Und ich kann euch sagen, ich bin echt platt. Harter Tag, hä? Leck mich am Arsch. Wir sind über Stock und Stein, über alle Buckel drüber, weil unser Navi leider ein bisschen gesponnen hat, ständig. Wir mussten ständig neu kalibrieren. Mal hat er links, mal hat er rechts und hat den Norden nicht mehr gefunden. Ja. Aber jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Alles andere später. Also, wir müssen jetzt da unseren Platz ein wenig platt machen. Genau, hauptsächlich aber da, wo wir schlafen. Das heißt, von den Bäumen in diese Richtung. Okay. Weil da vorne gerade ist der aus das Feuer. Okay, thank you. We're gonna need this, right? Oh, perfect. This is good. Thank you very much. Yeah, that's very good. Then we need. You want me? Is this enough small wood for you? You want me to start making logs? Need a few number two? Need more? Yeah, just leave it here later on for the bed, but not yet. Yeah, but as far as making the fire, are you all set? Yeah, I think with the stuff we have, we can make fire. And you're the expert, but I say we make step one before we make step three. Yeah, step. Yeah, the branches. I don't need that much branches. What do you need? No. Just need a few of those later. Now I need. Okay, listen. Base layer is big wood. Base layer. Okay. Big wood. You're good. Yeah. Something told me I should just grab mine now. Okay. Your thing? Yeah. It's not in the backpack. It's in the front. In the black bag. Front. Front of the slide. Mine is in here? Yeah. Is it? On the front, in the black pack. Okay. How did it end up in there? Yesterday we packed it in there. Did we? Yeah. I need my wife as well.
would be nice to have to. Let's see if I can find it. We have to leave. Oh, you know what? I found something. I could use. This is good. It's very dry. Yeah, okay. Then I start making fire now. Wir sind angekommen. Tom meldet gerade die Koordinaten und ja, das, was wir halt eben besprochen haben, was wir mitteilen sollen. Ich sammle schon mal Feuerholz und ich bin gerade total happy. Guck mal, was ich da gefunden habe. Sieht man das? Ja, ich habe es jetzt irgendwas gesehen. Du hast ja so gefreut, dass der halbe Baum mit runtergekommen ist. Das ist geil, oder? Ja. Boah, ich bin glücklich. Okay, das werde ich gleich zerdingsen. Jetzt müssen wir es halt anfüttern, ne? Oh yes, yes, yes. Oh ja, mein Herz geht auf. Ja, siehst du, wie viel Rinde man dafür braucht, das ist oh. Wahnsinn, ne? Ja, Mann. Oh, sorry, ich sag voll auf die Hand. Da kleines Material, da dickes, auch große runde Stämme, die wir Nacht drauflegen können. Hier habe ich jetzt Reisig hingeräumt, ein paar Sachen dahin noch Reisig. Hab noch ein paar kleine Späne mir gemacht tatsächlich, die jetzt trocken sind aus dem gespaltenen Stamm, die ich jetzt zum Anmachen nehme. Wichtig da immer schön weg vom Boden die ganze Schose lagern, dass das nicht in Schneeberührung kommt. Da machen wir jetzt erstmal das Feuer. Derzeit härtet hier unser Bettchen aus. Da kommt dann noch das Tarp gespannt. Ja, Birkenrinde habe ich da drin. In dem Packsack von dem Biwaksack. Damit es halt nirgendwo mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Ja, mal gucken, wie lange die Stämme reichen. Zur Not habe ich da noch ein paar andere, die ich aufspalten kann. Jo, let's go. So, machen wir es hier mit schönem trockenen Holz. Erweitern wir quasi unser Feuer. Man kann aber immer sagen, das brennt jetzt schon sicher, weil es einfach echt komplett trockene Fichte ist. Kiefer ist, die wir, glaube ich, hatten. Das glaube ich, Kiefer. Totholz immer super. Wenn brennt, mache jetzt hier noch so ein paar kleinere Späne. Kann man entweder von der Seite hacken oder komplett oben spalten. Da hast du ganz lange Teile. Ey, Otto, bitte pass auf deine Hand auf. Ja. Gibt ja welche, die hier mit, ja, mit einem Finger da am Start sind. Mit zweien. Sorge, das ist ja eine Streitaxt, aber kein Beil, dass man in so einer Situation verwenden kann. Eins, zwei, drei, vier. Nichts mehr. So, dann bringe mir einen Topf. Also ich weiß auch nicht, wie die Challenge jetzt, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Oh, meine Augen brennen, weil vielleicht, nee, ich rede mit der Kamera, vielleicht hätte man das Feuer anmachen müssen, also dass es ein Teil der Challenge ist, aber das läuft bei uns einfach schon seit 2 Stunden. Unser Feuer aus. Deswegen habe ich gesagt, darauf achten, dass nichts daneben geht. Sonst haben wir da unten den ganzen Schnee. Mhm. Nicht umwerfen. Inferno-Feuer vor wir hier mit unseren Topf mit Schnee beworfen haben. Alter, ich heule. Oh.
Okay, wir verlieren wohl nicht nur die Challenge, sondern auch unser Feuer. Alter, wir verbrennen jetzt einfach die gesamte Tanne. Let's go. Boah, ich kann nicht mehr. Boah. Oh, da kommt jetzt richtig Hitze hoch, ey. Ja, gucken wir, ob noch mal Schnee nach muss. Wir machen jetzt weiter und ja, ein guter Start in den Tag und jetzt haben wir uns wohl ein bisschen nach hinten gesetzt, aber gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind noch motiviert, würde ich sagen, oder? Yes. Okay, und dann gehen wir rein. Alter, ist nicht dein Ernst, geht wieder aus. Geht wieder aus, frag den Herrn. Warte. Links gibt's. Ich glaube, ich habe mich noch nie so angestellt beim Feuer machen. Alter, unser gesamtes Feuer ist einfach weg. Alter, nicht gut. Jetzt haben wir zweimal Wasser reingeschüttet. Das war nicht gut. Wir haben so gut. Ist alles nass, Alter. Was ist los? Ja, nix, hat sich nichts geändert. Geht halt nicht mehr an. Achtung, das Ding da dürfen wir waagrecht null bewegen. Oh, fuck, Alter, wir haben es verkackt. Aber sowas von. Kurz vorm Ziel. Erstmal richtig geschnitten. Ist gut. Ist auch auf jeden Fall richtig, in Schneiderichtung zu seinen eigenen Händen zu schneiden. Das kann immer helfen, die eigenen Hände abzuschneiden. Jetzt bin ich Nummer 4, glaube ich. Ist richtig krass gemacht hier mit dem Feuer. Hat auch schon angefangen, Schnee zu schmelzen. Aber das ist halt einfach das unergiebigste Zeug, was es gibt, vor allem dieser, genau, Pulverschnee. So geil, wie wir ihn finden zum Skifahren, so scheiße ist er, um Trinkwasser zu erzeugen. Ja. Total ineffizient. Aber echt. Ja, ich merke jetzt auch schon, Dehydration ist auf jeden Fall schon da. Hab viel zu viel geschwitzt, viel zu wenig getrunken, noch nichts gegessen. Wir überlegen, ja, muss man schauen, müssen wir abstimmen, ob wir was essen, ob wir eine Packung öffnen oder nicht. Aber am Ende des Tages ist die Performance wichtig. Muss man schauen, wie man sich nach der Rehydration findet. Wie man sich nach der Rehydration fühlt, meine ich natürlich. Geile Neuigkeiten, es gibt was zu trinken einfach. Endlich. Wahnsinn, Mann. Wasser. Ey, das ist so heftig, dass wir mit 2 Litern zu zweit ausgekommen sind. Bisher. Trink. Na, alles gut. Ich habe schon einmal getrunken. Ja? Ja, schon heiß. Schon heiß? Glaubst du, wir kriegen es zum Kochen? Ja. Dann komm, wir machen das, wir kriegen es hin. Also, wir haben doch noch Hoffnung für die Challenge hier. Wir waren schon kurz am Aufgeben und haben gesagt, das kriegen wir nicht zum Kochen. Ja, zum Sauermachen habe ich leider auch nichts. Also, man muss wirklich mal sagen, dass das echt surreal ist gerade, von der Empfindung her. Dass wir jetzt um 11 Uhr abends hier in Finnland im Nirgendwo sitzen, bei minus 15 oder minus 20 Grad. Und versuchen, 500 Milliliter Wasser zum Kochen zu bringen, aber nicht die richtigen Brennmittel haben.
so ein Scheiß. Tatjana, wie anstrengend war das heute für dich auf einer Skala von 1 bis 10 zu dem, was du sonst so machst in der Ausbildung? Beziehungsweise in deinen Übungen, Truppenübungsplatz und. Ja. Ging für dich, gell? Ja, es war okay. Ja. Also es hat gepasst. Ich sag mal, man spürt es definitiv. Das ist nicht die Frage. Aber ich habe schon schlimmere Sachen gehabt. Sag jetzt einmal, was das anbelangt, was heute war. Okay. Ja. Okay. Und bei dir so? Du, ich hatte dann später ein richtiges Tief bei dem letzten Berg. Ja. Ich habe gemerkt, mein Glykogen ist am Arsch, Mann. Ja. Und wenn ich dieses, ich weiß es nicht, ob es ohne Pulka einfacher gewesen wäre, aber die hat manchmal mich schon, das war auf jeden Fall eine harte Nummer manchmal, die Pulka. Vor allem, wenn sie stagniert ist. Ja. Aber für dich war ja auch hart die ganze Zeit, weil du sie immer wieder aufrichten musst. Sie ist immer gekippt. Ja. Dann habe ich sie gekippt weitergezogen und man hat dann einfach schon gemerkt, dass es krass Energie zieht. Ja. Vor allem bergauf da. So, jetzt checken wir mal, ob wir nach 3,5 Stunden geschafft haben, ein halbes Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Schauen wir noch. Das ist ja krass, wenn das jetzt funktioniert hat. Es ist schon sehr heiß. Also, es ist sehr heiß. Es ist, ja. Also ich sag mal, das hat um die 75 bis 80 Grad hat es jetzt. Also ich gesagt, das kann man schon lassen, oder? Ja. Ja, sag mal, was das See, wo dann dazu sagt. Ja. Die entscheiden. Wie müssen wir das machen? Müssen wir ihm das schicken? Oder müssen wir schicken ihm das jetzt, ja. Okay, gut. Das heißt, wir schicken ihm die Aufnahme. Nein, wir schicken ihm einfach nur SMS mit dem Notfalltelefon, mhm. wo wir die Challenge da gefragt haben. Dort schicken wir hin, okay, wir haben es so einigermaßen geschafft. Mhm. Und dann sehen wir, ob wir einen Punkt kriegen oder nicht. Okay, gut. So machen wir es. Jetzt wird's warm. Höllenfeuer. Ja. Höllenfeuer. Können wir da jetzt auch direkt schon die Kartoffeln reinschmeißen und Möhren? Danach? Ja. Voll geil. Aber die teilen wir auf, oder? Ja. Heißt? Ach, das ist. Also ich persönlich würde es eh nicht alles essen. Ja? Von dem, was da jetzt drin ist, von den Kartoffeln und so, würde ich eh nicht alles schaffen. Das würdest du nicht schaffen, 2 Kartoffeln. Da sind 2 Kartoffeln drin. Nein, da sind keine 2 Kartoffeln drin. Okay, jetzt 2,5. Und die Möhren, obwohl, ja, vielleicht schon. Nee. Ja, so langsam. Nicht mehr lang. Yes, es kommt der Teufel höchstpersönlich. Der Teufel höchstpersönlich, Junge, genau. Junge, das riecht dich ab hier. Ach, das ist noch nicht richtig. Doch. Yes! Nee. Ich hoffe, man sieht es, unser Licht ist halt. Doch, man sieht es. Man sieht's? Gib meine Blasen. Ja, ich bin dran.
geil. Na nice. Mal schauen, wie wir abgeschnitten haben. Aber wir haben trotzdem Wasser zum Kochen gebracht. Schon mal geil. Aber sowas von. Ja, perfekt. Ja, habe ich mir gar keine Sorgen. Geil. Also, dann kümmere dich du ums Feuer. Beziehungsweise ich auch. Okay, in dem Fall. Ausgraben. Kamera läuft oben. Ich lasse es. Wir starten jetzt mit dem Feuer machen. Ja. Okay, was muss ich holen? Ich starte jetzt mit Reisig. Ganz, also kleiner, trockener Scheißdreck. Ja. Sowas wie da zum Beispiel, was da unten dran hängt. Ja, okay. Bitte den groben Schnee abklopfen. Ja. Ich muss jetzt trotzdem hier ein Loch graben, dass ich da das Feuer anmachen kann. Ja. Ach, super. Spitzenklasse. Eingeschnitten. Ja. Oh, ich sehe nichts mehr. Du, soll ich mal blasen? Kann ich gerne machen. Husten reicht. Du kannst auch mal schnell die Jacken zu machen. Ja. Ich glaube, du hast nicht gepusht. Das ist noch oben, da unten. Ja, gut so? Ja. Soll ich mal blasen? Ja. Und ich kann ja da ein wenig nachlegen und vielleicht findest du nur ein paar Trümmer. Und ich gehe ins Holz. Weil ich wie gesagt, nur drei Äste dran und dann alles gut. Ja, alles gut. So, das ist jetzt nicht gut, was du da gemacht hast, gell? Wie? Du bist durch unser Wohnzimmer gelaufen. Ja. Dann müssen wir mal zuschauen. Wichtig ist, dass es nicht ausgeht. Ja. Ah, scheiße ist das. Eine Thermoskanne, wo ich nicht halten kann. Könnte ich schon wieder kopfen. Leck mich am Fuß. Was? Leck mich am Fuß, sage ich. Kocht das Wasser schon da drin eigentlich, oder? Wie schauen wir da aus? Ich denke. Dass es bald so weit sein kann. Da müssen wir mal nachschauen. Weil ihr braucht einen Schaufelstiel, dass ich da weiterarbeiten kann. Kommen wir mal her. Schauen wir rein. Ha? Ich hab eiskalt die Hand. Already quite a nice fire. Yeah? Not boiling water, nice. What about thicker sticks? Yeah. Here. Yeah, this is good. It'll be a while before this burns through. Are you in the hole? Yeah, you're in? Okay. You're in. Yeah, you're in? Okay. You didn't need to come. I'm saying, we got plenty of time. Yeah. Okay. 8:15. Yeah. So let's have a drink of water. Yeah. Chill out and enjoy a first day hike. Well done. Yeah, get the camera. You see it boils on the side. So we have to boil it. Okay. Okay.
see the water boils already? It boils. Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen? Ja? Yeah? Da. Das ist kochendes Wasser. Es ist dreckig, aber es kocht. Und das lassen wir uns gleich schmecken. We're in Camp Frozen. Ja, yeah. Camp Frozen here. Which is far from frozen heute. Ganz weit weg. Ich bin sehr, sehr warm. Unser Lagerfeuer ist super. Ist so hot wie die Sonne. Und meine große Frucht jetzt ist der Sonnenbrand. Und, Hauke? Wie fühlst du? Ich meine, Olaf? Wie fühlst du? Anna, mir geht's gut. Ja? Jetzt geht's mir besser, weil das Feuer schön brennt. Wir können jetzt hier entspannter sitzen. Wir wollen jetzt noch einmal raus, noch mal Feuerholz holen. Ja, ich habe ja, hier ja. Sehr viel Nadelholz geholt, weil das gut brennt und echt trocken war. Und wir wollten einfach ein großes Feuer entfachen, dass wir wieder Kraft tanken. Ich werde den Feuerstarter wegpacken und führe das jetzt so ganz, ganz langsam zu. Ich habe das letztes Seite. Mal ich gebe es ja. dir lieber an, ich habe das jedes Mal bisher erstickt. Dann nimmst du dir ich kann das diesen gerne Stock, halten. Pass auf, dann nimmst du diesen ja. Stock hier und hältst von Anfang an, okay, das und steckst du durch und hältst von Anfang an drüber. Ich würde okay? gerne nämlich erstmal noch bei dir zugucken. Ja, und wir machen jetzt hier hoffentlich ein Höllenfeuer. Ach, Tom, voll gut. Das macht echt glücklich. Ja. So. Jetzt muss ich mich mal hier. Das ist geil. Ich schrubb mich hier rum. Ich gehe auf alle Vieren. Weil mit diesen Skiern, Alter, ist man total unwendig. Ich laufe hier auf allen Vieren, damit okay. ich nicht einsinke. Okay. Und. Alles gut, so wie du das selber zurechtfindest. Ja, weil also. Sobald man aufsteht, sinkt man sofort ein. Ne? Ja. Ist einfach so. Keine ja. Chance. Aber auf allen Vieren. Ob ich mich hier gerade rum. Ich hol mal aus dem Feuer ein bisschen nee. Bärqualm. Man sieht die Blasen nicht. Warte. Ich kann es von hier nehmen. Ich kann es jetzt von hier nehmen, genau. Okay. So. Die Blasenbilder. Leuchte mal mit. Du hast deine eigene Lampe rum. Ja. Die Blasenbildung ist da. Okay. Umfüllen. Oh, scheiße, mit dem Rauch. Alles gut. So. Auch first try. Ja, aber das ganze Vorherhalten ist halt einfach. Man merkt halt, dass man einmal ein bisschen müde ist. Natürlich vom Tag, gar keine Frage. Hier habe ich schon ein paar Dinge vorgespalten, da sind auch ein paar dünnere dabei. Die man eigentlich jetzt gleich drauflegen können. Ich will aber nicht zu viel Holz auf einmal verbrennen. Sonst müssen wir heute Nacht einfach wieder los, weißt du? Bei dem allem, was da noch liegt? Ja. Oh. Leute, ich sag's euch, Otto hat mir hier meinen Rucksack gegeben. Rentierfell drüber. Ich darf schon mal am Feuer ausruhen. Ich bin, also... Ey, Tag 1, geil. Tag 0, morgen Tag 1 wird mega. Ich freue mich auf weitere 8 Kilometer laufen. Hat hier eine Schnur. Drüben. Sieht man das überhaupt gescheit? Oh, shit. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Hat überall jetzt an vier Bäumen. Sekunde, vielleicht kann ich noch heller machen. Kann ich. Boah. Hat an vier Bäumen jetzt hier noch. Das Hochhängen mit einer Schnur. Aber, ehrlich, ich will es eigentlich so flach wie möglich haben. Warum? Und gerade, damit die Wärme vom Feuer nach oben geht und einfach zu uns runtergedrückt wird. Normalerweise spannt es ein Tarp immer gegen Regen. Hier wird es nicht regnen. Himmel ist glasklar. Das heißt, beim Regen wäre das echt schlecht aufgebaut, weil da muss halt echt so spannen, dass das Wasser abläuft. Aber wie ich will ja, genau über das Feuer, man sieht hier, wie die Plane hoch und runter geht, dass die Wärme am Tarp entlang gedrückt wird zu unseren Schlafplätzen. Ja, also nicht so schräg gestellt, sondern echt so. Wir lassen es erstmal so, gucken, ob ich noch was nachrüsten muss.
ein bisschen, aber ansonsten finde ich das schon super. Geil, man sieht, wie oben sogar der Schnee drauf schmilzt. Und hier die Wärme, hier ist einfach lauwarm. Ja, perfekt. Ja, hier sieht es da drunter gerade aus. Das ist unser Schlafplatz dann. Hier wie immer noch das Feuer. Es könnte was werden. Es ist aber auch schon mittlerweile spät. Ich kann die Cam leider echt nicht flippen, weil sonst seid ihr einfach, also sonst seht ihr nichts. Wir haben irgendwie 19 Uhr irgendwas, also 20 Uhr glaube ich schon. Und ich bin auf jeden Fall gleich ready fürs Pennen. Aber, warte mal, ich mach das Licht ein bisschen angenehmer. Ja. Oh mein Gott. Aber wir haben ja gerade noch was erfahren, was den lieben Otto ein bisschen bricht. Und ja, zwar, warte mal, ich mach mal das rote Licht, das ist angenehmer. Zum Glück haben wir schon angefangen. Okay. Scheiße jetzt. Wir haben jetzt schon angefangen und jetzt hat er angerufen. Die Big Pots sind schon da, also Schnee ist drin. Zeig mal drauf gerade. Ja, sicher. Wie du heute verdurst. Ja, da ist teilweise schon geschmolzen. Das. Oh, ist das gut. Das glaubt da kein Mensch. Bitte? Es ist was zum Trinken fertig. Hey, meine Herren, ich habe mittlerweile da mehrere Liter. Den lassen wir jetzt ganz normal wandern, den trinken wir dann gleich nochmal. Au, na, Lederhandsch! Verdammt! So. Also ich kann anbieten jetzt erwärmtes Wasser mit ganz viel mit Waldgeschmack. Vielleicht ein bisschen auch Asche. So. Dann, das bedeutet, ich werde jetzt mal einfilmen. So, unser Big Pot ist jetzt voll. So, bitte. Ja. Voll, bitte. 8 Minuten 33. Top. Gut, dann mach weiter Holz, dass wir das Ding wieder richtig zum Laufen kriegen, richtig groß kriegen. Und ich mache hier nur voran. Krass. Scheiße, wir fangen komplett von neu an. Aber gut, dafür haben wir gleich vernünftiges Holz zum Verbrennen. Das wollte jetzt auch nicht so wie vorhin, ne? Da war es auch zwei, dreimal und zack an. Naja. Hast du deine Aggressionen am Stamm ausgelassen? Alter, ich bin so angepisst, Alter. Das hätte nicht sein müssen. Das wird uns. Egal. Dafür werden wir morgen halt bezahlen. Wir haben auch für das Ganze hier so viel Energie verbraucht. Wir machen einfach weiter. Noch wir machen einfach weiter. Ist nichts verloren. Und nichts gewonnen. Durchbeißen, so. Kämpfen, Vollgas. Ja, uns fehlt noch. Nicht mal 1 Zentimeter. Ich habe zweimal das Feuer ausgemacht einfach. Damals richtig, richtig. Ja. Ja, aber ey, so haben wir halt gelernt aus dem ersten Tag. Wir hätten uns halt erstmal sammeln müssen, organisieren müssen. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber das ärgert mich jetzt irgendwie gerade. Ich weiß auch nicht.
muss es nicht. Wir sind nicht die ersten Menschen, die mit einem Pickpot ein Feuer auskippen aus Versehen. Bei weitem. Ja, nicht. Klar, ich das weiß, ich weiß. Schon gesehen. Das ist einfach, weil ich auch weiß, welche Fehler wir gemacht haben. Und es waren jetzt nicht irgendwie. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Oh. Ja. Sehr gut. Quick Reaction. Boah, Alter, aber jetzt ist Hitze hier. Nein, 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 was machst du denn? Warum machst du das? Entspann dich. Ja, aber wozu? Weil wir danach immer noch Feuer brauchen. Ja, wir brauchen, das können wir immer noch anzünden, aber guck mal, jetzt gleiten wir in dieselbe Scheiße nochmal. Feuer ist gerade für mich, für danach alles. Einfach zweitrangig. Hauptsache, wir kriegen hier den Schnee endlich abgeschmolzen. Okay, es ist bald soweit. Okay, also. Jetzt hier 50 Sekunden, die andere irgendwas in 55, also haben wir knapp eine Stunde, 56 Minuten sowas, glaube ich. Ja. Ihr seht ja dann im Endeffekt. Hier, ja. Warte mal. Halt mal raus, weg, oder leuchten mal dran, dass man sieht. Sie ist beschlagen wie Sau. Randvoll, einmal kein Eis mehr drinnen. Schlafquartier, schon Sprachstörungen. Das Schlafquartier ist ein bisschen schief gewesen, dass hier keiner runterrollt ins Feuer. Haben wir das jetzt hier mit diesem Birkenstock, den wir, wo die Birkenrinde abgeschält haben, gebaut. Dann das Jägerbett drüber. Dann kommen hier die Rentierfelle drüber als Isolation. Und dann Biwak mit Schlafsack und Isomatte. So. Ja, mit Schnee nochmal aufgefüllt, dass es eben ist, dass man nicht in einem Loch liegt. Ja, und dann sollte es passen. Wahrscheinlich. Für wie viel? Was haben wir gemacht? 3 oder 4 Liter? Okay. Insgesamt? Ja. Haben wir halt wirklich 4 Stunden gebraucht mit Feuer und Shelter bauen. Ist schon heftig. Zeitaufwendig. Also Respekt an Neandertaler und Steinzeitmenschen. Oh geil, das ist richtig warm. Das ist richtig warm, ja. Perfekt. Geht das? Ja. Glaub schon. Kurz. Ja. Oh ja. Ja, mit ätherischen Ölen von der Fichte. Und schmeckt super noch. Fichte. Fichte. Geil. Elegant. So muss es sein. Naturverbunden. Auf jeden Fall. Macht sich schlafbereit. Stefan, was sagst du? Oder jawohl. Ein Resümee von diesem Tag heute? Ja, war ein geiler Tag auf jeden Fall, mit vielen Überraschungen und hat Spaß gemacht, war aber auch ultra anstrengend. Ich habe es in dem Maß mit Wasser und so herstellen selber ja noch nie gemacht, auch wenn wir jetzt natürlich 2 Liter Wasser zum Start zur Verfügung hatten, aber hat auf jeden Fall Bock gemacht, geile Sache. Krasse Natur, krasse Eindrücke, niemanden getroffen, herrlich. Ja, perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Somit, Team 2 sagt gute Nacht. Gute Nacht. Pfiat euch. Pfiat euch. Tag nur minus 1 Punkt. Nur minus 1 Punkt. Und das hier. Was ist? Minus 3. Ja, nur minus 3. Mhm. Ich so. Bin dabei. Ja. Aber was haben wir denn? Was haben wir hier? Karotten und Kartoffeln. 1, 2, 3, 4 und Brühwürfel. Und Brühwürfel, ja, dann würde ich das nehmen. Ja, und das hier aufbewahren, vielleicht für den 3. Tag, wenn man scheiß Stimmung hat. Wenn man ganz
viel Stimmung. Ja, wenn, genau, wenn man Stimmung, ja, braucht. So. Also einer geht auf jeden Fall drauf. Ja. Nee, das ist richtig, ja. Dann können wir uns auch gut aufteilen. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Müssen wir ja nicht alles heute. 5. Guck mal hier. Ja. 5 Kartoffeln. Mhm. Ja. Und 5 Möhren. Heißt heute eine Kartoffel, eine Möhre. Ja, an sich schon. Können, ja, wir auch so machen. Oder? Ja. Wieder eine Kartoffel, eine Möhre. Na dann. Dann fange ich mal an, die zu schnibbeln. Genau, einfach rein. Oder? Ja. Ja. Nee, würde ich auch so sagen. Machen wir. Perfekt. Geil, ey, ich freue mich. Yeah. Boah. Selbsterfinderisch ist die Frau. Bisschen Arbeitsteilung. Bisschen Arbeitsteilung, genau. Mann macht Feuer, Frau macht Essen. Ja, genau. Genau. Mann macht Feuer. Mann macht Feuer. Ja. Feuer. Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Los. Dass so ein Stück Möhre nicht alles ausmacht. Ja. Aber ich sag, ich kann Wochen, also ich kann tatsächlich lange nichts essen. Aber, ja, in dieser Klimazone, da musst du essen. Ich freue mich so sehr darauf. Ich freue mich. Ich glaube, ich habe mich seit langem nicht mehr so sehr auf Essen gefreut. Da ist aber gar nicht viel drin, ne? Nee, ist leider nicht viel drin, aber. Wie viel haben wir reingemacht? Eine Möhre und anderthalb Kartoffeln. Kartoffeln. Ey, ja. Scheiß auf den einen Punkt, ne? Ja. Mega. Mega. Das freue ich mich. Geil. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Gerd, ja. Der erste Abend im Dschungel. Was macht der Finger? Oh, saukalt ist er. Also, das Problem heute, haben wir uns so auspowern müssen, weil wir über so eine Anhöhe drüber sind, die nicht enden wollte, die nur irgendwelche Äste und Bäume und Zweig und Sträucher und immer bergauf. Und das hat uns so fertig gemacht. Dass wir jetzt alle zwei batschnass sind, oder? Bei mir geht's, die Füße sind ein bisschen feucht. Der Rest ist bei mir eigentlich schon ganz gut wieder trocknet. Okay. Ja, die Füße sind auch gehabt bei mir. Aber. Und der Zeh, also der Zeh an der Hand, der schmerzt gerade ein bisschen. Der war ziemlich eingeschwemmt. Jetzt dauert er wieder auf, glaube ich. Aber ja, ist die Frage. Besprechen wir halt, gell? Wie wir es. Besprechen wir heute Nacht. Wie wir es lösen. ja, im Endeffekt liegt es in der Hand vom Gerd. Das ist seine Hand. Und wenn er die nicht mehr hat, dann. Dann hat er gar keine mehr. Und das ist. Haben wir beide schon gesagt, definitiv nicht wert zu gewinnen. Wir schauen jetzt, ob es besser wird. Und wenn wir zum Entschluss kommen, dann nehmen wir euch nochmal dazu. Und ansonsten, ja, gute Nacht, bis morgen früh. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Tut's wie Zau. Genau. Das Feuer ist überragend. Gute Nacht. Ausgegangen. Schauen wir mal. Wir haben ein schönes Feuer am Brennen, wir haben viel Brennholz hier. Ich habe das Bett gerichtet, ich habe die Rentierfelle. Wir werden es so machen, dass wir einer macht Feuerwache, dass das Feuer nie ausgeht. Der andere schläft dann 2-3 Stunden, so wie, dann wird getauscht und so geht es die Nacht durch. Ja? Wie gesagt, wir wollen noch einmal hier Holz holen und dann schönen Schlafsack und eine Runde schlafen. Versuchen die Socken, die jetzt pitchnass sind und der Innenschuh pitchnass, trocken zu kriegen. Schauen wir mal, ob das was wird oder ob ich morgen gefrorene Stiefel habe und ich kotze im Strahl. Du? Dann, dann Zähne putzen, ab ins Bett. Ach so, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Zähne putzen müssen wir auch nicht. Wir sind ja Vorbilder.
für alle, die zuschauen. Zähneputzen, sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Kennt ihr? Seht auf Straße, oder? Ja. Ach, ja. Das ist ein Song von der Knurketor. Ja. Ah, das ist doch schön hier. Ja. Okay, so, das ist Team Frozen. Ja. Schön. Signing off. It's the end for the day. So, das Ende des Tages. Erster Tag erledigt. Es ist Zeit für einer von den Teammitgliedern einzuschlafen. Ich habe Schnippschnappschnapp verloren, so ich werde das Feuer machen für die nächsten paar Stunden, weil Olaf schläft. So, Anna. Ja, so Olaf. Wie war dein Tag? War super. Bester Tag meines Lebens. Besser als die Venus Awards. War es anstrengend? Ein bisschen. Ja. Ja, für einen alten Mann nicht der einfachste. Ich muss aber sagen, echt gut mitgezogen, richtig gut gespurt, hast mich sehr gut unterstützt. Oh mein Gott, wir haben begonnen, was, 8 Uhr heute und jetzt ist es Mitternacht und wir sind gerade jetzt fertig mit allen Vorbereitungen. Ja, so das ist 16 Stunden. Ja, ich arbeite normalerweise maximal 2 Stunden pro Tag. So jetzt gehen wir hungrig ins Bett, so eine Scheiße aber auch. Ja. Entschuldigung für die Wortwahl, aber... Bin ziemlich sicher, es gibt was zu essen morgen. Morgen? Ja. Ja, dann müssen sie. Muss. Sonst gehen die alle heim. Genau. Jetzt ist Arctic War vorbei in 2 Tagen. So, ja, mich sieht man glaube ich nicht, doch jetzt so. Ja, ich fand es heute auch anstrengend. Jared hat gespurt und ich habe die Pulka durch das beschissenste Gelände, was wir finden konnten, durchgezogen. Ja. Jared ist ein scheiße Scout. Ja, das sehen wir. Aber heute hat er viel dazugelernt und ich glaube, am Schluss hat er auch richtig gute Wege durch den Wald gefunden. Es ist halt immer ärgerlich, dass... wenn die Pulka umfällt und die rutscht auf dich drauf. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich auch manchmal hier mal einen kurzen Austicker krieg. Ja. He's sweet, but he's psycho. Und mal kurz den Wald wachgeschrien habe. Aber... das hat mir Jared nicht für übel genommen. Ganz im Gegenteil. Er sagt, wir sind ein Team und wir halten das durch und wir ziehen das durch. Stand Tag 1. Wir wünschen euch alle eine gute Nacht. Ich gehe jetzt als erstes ins Bett, habe auch mal wieder Glück gehabt, habe Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen, hat er ja schon behauptet und gesagt. Ja, schlafen wir zwei Stunden. Können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Geil hier. Sternklarer Himmel, leider keine Nordlichter. Ich habe mich so auf die Nordlichter gefreut. Aber wenn unsere Feuerwache ab und zu mal in den Himmel guckt und Nordlichter sieht, darf er mich gerne wach machen. So, sagen wir gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht alle. Adios. Brückeli. Also, Tom ist beim Lagerbau. Ich habe das Feuer richtig gut anbekommen. Und parallel quatschen wir uns so ein bisschen aus, wie der Tag war. Und wir sind in der Kennenlernphase. Jeder ist natürlich total unterschiedlich. Und wir haben schon gesagt, Hauptsache irgendwie, wir halten zusammen. Und wissen, dass der andere, wenn er mal irgendwie ein bisschen... gruseliger wird, dass jetzt, also dass, wenn wir ein bisschen angespannter sind, dass der andere weiß, dass man das trotzdem irgendwie ja auch nur gut meint und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ja, so, ich mache jetzt zum ersten Mal mein Bettchen im Schnee. Der Tom, ich habe gesagt, der muss einmal kurz neben mir bleiben und mich ganz genau anlernen. Morgen kann ich das ja dann alleine, aber ich habe das echt noch nie gemacht. Aber die ist auch ein bisschen... Die ist störrisch wie Sau. Ja. Ja. Jetzt ziehst du die noch ein Stückchen runter.
Mit dem Kopf, wo schlafen wir denn mit dem Kopf? Je nach oben. Also ich würde immer mit dem Kopf da oben schlafen. Ja. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ja. Gut. So, jetzt brauchst du deine... Aber ich will ein bisschen weiter hier rüber. Hier ist ja schon offen. Ich kann das auch noch gerne mal ein Stückchen rüberspannen. Ne? Ich kann da noch mal eine Schnur spannen nachher, wenn ich noch am Feuer sitze gleich. Und dann kann ich das noch mal ein Stück rüberziehen. Das kann ich sehen. Jetzt kriegst du den Biwaksack. Den musst du einmal ausbreiten. Wo ist es denn kälter? Hier oder hier? Hier, weil ich keine Rentierfelle habe. Ich habe nur das Gestrüpp unten drunter. Aber meinst du, ohne Gestrüpp, also würde das einen Unterschied machen? Ja. Welche Seite? Ja. Welche ist denn kalt, wärmer? Also es ist ja, du liegst ja hier mehr eingekuschelt. Ich kann dir das, oder? Ja, wir liegen ja überall offen. Wir liegen ja, guck mal da. Okay, also meinst du, es ist echt gleich? Ich habe es jetzt nicht geschafft, ich habe es jetzt nicht geschafft, hier noch einen Wall aufzubauen. In der kurzen Zeit. Alles gut. Nein, es ist schon echt bequem. Guck mal, was oben und unten ist. Genau, sehr schön. Ich liege zum ersten Mal in einem Biwaksack. In so einem Winterschlafsack. Und es war echt ein bisschen schwer, mich hier reinzurobben. Und jetzt ist hier irgendwie, also das ist so ein ganz ungewohntes Gefühl, aber irgendwie auch... total abenteuerlich. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich jetzt hier einfach so liege, wie ich hier liege. So einfach reinrobben und irgendwie gucken, dass alles trocken und warm bleibt und so. Ey, das ist echt eine verrückte Erfahrung. Es ist echt, also ich bin auf jeden Fall jetzt noch hoch motiviert, das alles mal so zu erleben und zu lernen. Und ja, mal schauen, wie die Nacht wird. Gute Nacht, bis morgen. Feuer ist an, Lager steht. Wir haben uns erstmal hingesetzt, haben erstmal einen Haufen Wasser getrunken, beziehungsweise haben einen Haufen Wasser geschmolzen. Insgesamt sind wir jetzt bei, glaube ich, 6 Big Pots oder sowas. Leg die Fähne da drauf, schau ich mal, hau da was oben. Schau, wir brauchen mal was Trockenes drauf, nimm das einmal. Jetzt können wir ein bisschen reinquatschen. Schau, wie es da entlang schön aufgebrennt jetzt. Was gibt's denn Besseres? Ja, es lief eigentlich ganz gut bis zum Bach, ne? Bis zum Fluss. Genau. Also beim Fluss haben wir... Bis zu diesem kleinen Bach war also wirklich so schön eben dahin. Ja. Nicht unbedingt jetzt eine Oberanstrengung. So, ein Kreuzbild machen. Das ist normal. Nicht unbedingt jetzt so körperlich so schwer gewesen. Die Sonne war da draußen, also da ist gepasst und dann ist der Bach gekommen. Da ist der Bach gekommen. Ja, wir haben uns da viel zu lange gehalten. Ist auch total bescheuert gewesen, wegen Wasser so einen Aufwand zu betreiben. Und dann auch noch die Gefahr, dass du da einbrichst. Also unnötig. Also wir haben genug Schnee hier, wir können uns genug... Du hast ja gesehen, wir haben jetzt mittlerweile 10 Liter haben wir generiert. Das funktioniert auch ganz gut mit dem Schnee und ja, da halten wir auch beide Systeme. Das geht uns schon. Da. Das geht ey, schon. Wenn da irgendwo eine Stelle ist, wo wir einfach nur die Thermoskanne reinhalten müssen, das Ding ist voll, dann ist ja klar. Ja. Aber hier groß, hier irgendwelche Aktionen, ja, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Also aus dem Büro kommen wir. Aber wir haben ja gerade noch was erfahren, was den lieben Otto ein bisschen bricht.
Und ja. Zwar, warte mal, ich mach mal das große Licht, das ist angenehmer. Und zwar haben wir noch die Tageschallenge vor uns. Und die Tageschallenge ist genau das, was wir gerade machen. Bringe ein Pott Wasser zum Kochen ab Start des Feuers. Und genau das haben wir eben gemacht. Ich habe einmal bupp, ne, ein Versuch und das Feuer war an. Das heißt, ich kann mit neuen Materialien an einem neuen Ort ein neues Feuer machen, um da Wasser zum Kochen zu bringen. Und die Kamera muss die ganze Zeit laufen. Also das ganze Spektakel nochmal. Check. Egal, machen wir. Säge läuft übrigens richtig gut. Mega scharf. So, ich mache jetzt für das Feuer extra kleine Holzscheite, also nicht so einen halben Meter lang, sondern hier, was sind das, 20 cm. Die Spalten. Und dann, jo, geht's weiter. Nein. Stock hier rum rüber. Da ist natürlich viel zu kleine Holzstücke drunter, damit es kochen kann. Aber ich hänge das jetzt erstmal trotzdem schon hier an die Seite. Ah. Es sollte eine Balkenfeuer geben, Junge. Oh mein Gott, guckt ihr euch nur an das Feuer an. Ey. Hallo, Challenge, Mann. Wir sind ja nicht zum Verlieren gekommen. Ja, die Challenge hast du aber alleine getragen mit dem Feuer. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ey, ich hätte so Bock, dass wir Kartoffeln oder Karotten einfach aufkochen. Auch. Nicht über Essen reden, sorry. Ich wäre dafür, dass wir erstmal den ersten Tag essen, ohne Essen, oder? Meinst du einfach im Sinne von heute Tag oder morgen auch noch? Ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir trinken jetzt erstmal schön warmes Wässerchen. Ja. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Das stimmt, ja. So, Wasser ist voll. Ja. Ein bisschen Eis noch drin. Ja. Aber top. Bis zum Kochen ist halt schon eine Hausnummer, ne? Das Ding ist randvoll, ne? Ja, ist randvoll. Ja, voll, oder? Jetzt noch einer kann Gitarre spielen, alle singen dann halt so Country Rose oder so. Dann hast du, ist das alles perfekt. Ja. Ich hab echt Angst, dass das Wasser umkippt. Das ist schon krass. Ein Liter zum Kochen bringen ist schon ordentlich. Ja, das ist ja auch vom Kochen, du. Ich hoffe, man kann es sehen. Boah. Kommt da schon lange, gib Kit. So, ganz hell gemacht. Sebo, ist das Kochen oder ist das nicht Kochen? Ich warte jetzt ab, bis ganz kurz überkocht. 33 Minuten, jawohl. Check. 33 Minuten 13. Die wilde 13. Niemand schlägt mich, Freunde. Feuer ist mein zweiter Vorname. Ich bin der Feuerteufel. Balken aufgelegt für heute Nacht. Machen noch ein bisschen Nachbereitung. Da sieht man schon hier, wie die Stiefel rauchen zum Trocknen. Ich bin gespannt, alle 5 in der Nachbereitung machen. Füße trocknen. Oben Innenschuh, Handschuhe. Dass das alles perfekt funktioniert. Das Zeug vor allem schön trocken ist. Gerade so ein Innenschuh super wichtig. Den aus dickem Filzmaterial. Mal sehen, wie er dampft. Denn ich möchte morgen mit trockenen Füßen los.
taugt noch die Socken im Körper gerade. Und Feuer und genieße ein bisschen. Genieße ein bisschen das Feuer tatsächlich. Das war nicht mal ein ganzer Tag. Ich bin so dankbar für Otto. Ich glaube, Otto weiß es gar nicht. Ich habe irgendwie versucht am Anfang mit der, wie heißt das, Pulka? Pulka, ja. Mit der Pulka habe ich versucht, Meter zu machen. Es war so anstrengend. Ich werde morgen Muskelkater oder Schmerzen haben im Rücken. Die habe ich jetzt schon. Ich weiß, man sieht mich kaum. Ist ein bisschen kacke. Eine Sekunde. Vielleicht kriege ich besser hin. Boah, wartet. Boah, nee. Ich glaube, so ist am besten. Ich habe echt versucht, Meter zu machen. Ich habe alles gegeben. Ey, ich bin eine Frostbeule. Ich bin noch hier. Ey, ich penne jetzt hier gleich. Hier hinter mir ist mein Schlafplatz. Da penne ich gleich. Man sieht ihn kaum. Wir zeigen generell morgen, glaube ich, erstmal alles, weil wir erst im Dunkeln fertig geworden sind. Ja. Erst im Dunkeln hat auch Otto die Plane über mir gezogen. Aber mir geht's gut, Mann. Ich hoffe, den anderen auch. Aber wir haben hier nochmal Wasser aufgekocht zu meinem linken Fuß. Otto, seine linke Thermoskanne ist schon voll mit Wasser, heißem Wasser. Meine wird jetzt befüllt. Also es könnte definitiv schlechter gehen. Ich bin aber wirklich sehr dankbar für meinen Buddy Otto. Weil ohne Otto würde hier nichts stehen. Ich habe wirklich nur das Loch gemacht. Grüße an Trimax. Nur das Loch habe ich gemacht, mehr nicht. In diesem Sinne, ich glaube, das war's von mir heute. Otto wird bestimmt noch was sagen. Aber ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, liebe Grüße an alle anderen, außer an Hauke, der Pro ist. Und an Mello. Ja, auf keinen Fall. An die beiden keine Grüße. Ja. Krieg! Herrscht da draußen Krieg gegen die beiden. Ich hoffe, ihr habt morgen Durchfall. Gute Nacht. Ja. Erstens, seid eine Gefahr für die anderen Teams. Zum zweiten Mal im Eis eingebrochen. Und bin natürlich schwer am Überlegen, ob ich das weitermache. Falls es nochmal vorkommen sollte, ist halt einfach Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch richtig gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wenn ihr mit 7 Tagen Vorlaufzeit schon die nächsten Folgen sehen wollt, dann braucht ihr nur unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken zu Paramount+.